Hier auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln haben sich am Silvesterabend Szenen abgespielt, die man so in Deutschland noch nicht gesehen hatte. Frauen wurden bedrängt, ja vergewaltigt, Taschendiebstähle verübt. Über 1000 Anzeigen sind bei der Kölner Polizei eingegangen. Was ist hier passiert und welche Folgen hat dieser Vorfall hier für die Flüchtlingsdiskussion? Das bespreche ich mit dem Kriminologen Professor Thomas Feltes jetzt im Dialog. Herr Feltes, haben Sie so eine Situation für möglich gehalten, die hier geschehen ist in Köln? Nein, ich glaube, das hat keiner wirklich für möglich gehalten, auch die Polizei nicht. Es war eine Situation, die wir bis dato in Deutschland nicht kannten.